Lasst uns die Sendung heute bitte einmal anders beginnen. Wenn ich die Fotos raussuche, was ich sehr gerne mache, ist das extrem zeitaufwendig. Da könnte ich ein eigenes Video für machen. Da würde jetzt die Zeit nicht reichen. Da müsste ich die gesamte Nacht durchmachen. Punkt 1 und Punkt 2. Es ist vor ein paar Tagen mir auf Facebook etwas angezeigt worden. Und zwar die Charts von 1996. Da waren 15 Lieder. Und es gab so einen Flashback. Und 1996, da war ich auch in der Ausbildung, es war ein sehr interessantes Wetterjahr, da habe ich mich an alles so erinnert und habe gedacht, dann gehen wir doch das Jahr 1996 mal durch. Grüße Sie und grüße euch. Und warum gehen wir das durch? Weil das Jahr 1996 den letzten meteorologischen Sommer hatte, der minimal unter dem alten langjährigen Klimamittel war. Und von unserem neuen Klimamittel 1991 bis 2020 gab es zwei Sommer, die kalt waren, 96 und davor 1993. Also wirklich ganz knapp drunter. Und das war der Sommerverlauf an der Kurve. Anfangs war es im Juni noch total warm und dann eine ziemlich unangenehme Angelegenheit, vor allen Dingen Anfang Juli. Und an diesem Tag kann ich mich noch daran erinnern, da war ich damals in der Eng in Nordtirol im Schneetreiben auf bis 1000 Meter Höhe. Das sind so die Erinnerungen von damals. Und das ist der Sommer, den wir in diesem Jahr haben. Das alles weit oben drüber. Und das kommt am Ende raus. Wir werden wohl auf Platz 2 landen. Und hätte es dieses Tief, das jetzt am Wochenende kommt, nicht gegeben, dann wären wir vielleicht sogar auf Platz 1. Und wenn man die ganzen beiden Sommer zusammennimmt, dann sind das die Unterschiede. Das Jahr 1996 und das Jahr 2020. Wir bleiben aber trotzdem noch bei 1996 und schauen uns mal den Jahresverlauf an. Das war ein sehr kaltes Jahr mit 7,25 Grad Mitteltemperatur und die Temperaturlinie wurde fast immer nur unterschritten, nur zweimal überschritten, einmal im April und einmal im Juni. Und am Ende, da können sich vielleicht noch manche daran erinnern, zu Weihnachten ging es ganz rapide bergab. Da ist damals eine Eisregenfront über Süddeutschland hinweggezogen, wo so dickes Eis auf den Autos war. Ein sehr historisches Jahr und in diesem Jahr ist alles anders. Da ist fast alles oben drüber und die Temperaturen sind ganz, ganz weit oben. Vielleicht wird das sogar das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wenn wir mal zurückgehen, was auch so besonders war am Jahr 1996, das war das letzte kalte, aber richtig kalte Jahr nach 1963. Und insgesamt war es das sechstkälteste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das ist schon sehr, sehr lange her und jetzt schweben wir ganz, ganz weit oben. So, der kleine Ausflug mal. Der Ausflug gestern, da hat es Regen gegeben. Im Südwesten zog Starkregen auf und im äußersten Nordwesten und auf Helgoland sind fast 100 Liter Regen auf den Quadratmeter runtergekommen. Da ist fast die Nordsee übergelaufen. Die Tiefstwerte lagen in der Oberpfalz bei 9,5 Grad und an der Ostsee bei knapp über 20 Grad, 20,3 Grad. Und die Höchstwerte bei 35 Grad ebenfalls in der Oberpfalz und zwar in Regensburg. Und am kühlsten war es auf der Nordsee, auf Helgoland mit 21 Grad gerundet. Das ist die Wetterlage, mit der wir es jetzt zu tun haben. Da haben wir dieses kräftige Hoch über Russland, das kräftige Hoch auf dem Atlantik, ein kleines Tief mit dem Kern direkt über Italien, über dem italienischen Stiefel. Und die Höhenkälte und das Höhentief liegt ein bisschen weiter westlich. Und wir liegen, das haben wir gestern ausführlich besprochen, genau dazwischen, wo wir eben die Schauer und Gewitter und die Regengebiete bekommen mit der noch heißen Luft im Osten und der weniger heißen Luft im Westen. Die richtig kühle Luft ist aber noch nicht da. Die kommt in den nächsten Tagen auch nicht. Am Montag gibt es, so wie es momentan aussieht, nochmal eine mögliche Wiederholung der Wetterlage und der Chance auf weitere Regenfälle, die in manchen Regionen gestutzt worden sind und in manchen sind sie hochgerechnet worden. Die Grundwetterlage bleibt gleich, wieder dieses Tief über Italien, wo es übrigens auch einiges an Regen geben wird. Und die Temperaturen gehen noch ein Stück zurück und liegen dann bei um die 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Und wenn es dann mal nachts aufklart, um diese Jahreszeit kann man alles wieder durchlüften. Es wird frisch genug. Und danach sieht so aus, als wird alles zurück aufs Los gehen. Und ich bekomme ziemlich viele Zuschriften. Wann hört das endlich auf? Wann ist mal Schluss mit der Hitze? Es sieht nicht danach aus, dass es so weitergehen wird wie davor. Die Grundwetterlage ja, aber da gibt es ein paar Wenn und Abers, die werden wir heute im Laufe des Tages mal besprechen. Auf jeden Fall ist da wieder
ein kleines, das sollte eigentlich ein Hoch sein. Da muss ein Hoch hin. Hier sehen wir die Hochbeule und da ist eine minimal schwache nordwestliche Strömung mit dem Tief, einem Höhentief in dem Fall, über der Adria. Und hier wieder dieses Hoch mit der Wärme. Die ganz große Hitze ist zwar nicht bei uns, aber sehr warme Luft und die ist zum Teil feucht und bringt ein paar Schauer und Gewitter. Und Schauer und Gewitter wird es heute auch im Laufe des Tages geben. Da ist schon wieder ein Regengebiet aus dem Süden auf dem Weg Richtung Südbayern, Südbaden-Württemberg, westliches Österreich und in weiten Teilen der Schweiz. Und im Nordwesten sind auch ein paar Regenfälle unterwegs. Das Ganze wird sich im Laufe des Tages hier wieder neu bilden und intensivieren. Vor allen Dingen in der Schweiz gibt es intensive Regenfälle, teilweise auch Gewitter und in den Hochlagen. Oberhalb von 3.500, 4.000 Meter Höhe auf den ganz hohen Gletschern in der Schweiz und auch in Frankreich, da schneit's. Im Nordwesten sind auch ein paar Schauer unterwegs, im äußersten Nordosten zeigt sich die Sonne ebenso im Osten Österreichs. Der Wind kommt schwach bis mäßig daher, meist aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 20 Grad im Regen, 20 Grad auf der Nordsee, sonst 22 bis 29 Grad. Und im Osten geht es nochmal weit rauf auf deutlich über 30 Grad. Dann passiert aber etwas. Im Laufe des späteren Nachmittags und des Abends gibt es verbreitet von der Schweiz durch Baden-Württemberg und Bayern bis in den Nordosten rauf, in den Westen Polens und auch nach Tschechien rein, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit der Gefahr von Überflutungen. Wir haben eben gesehen, zum Beispiel auf Helgoland hat es bis zu 100 Liter Regen auf den Quadratmeter gegeben, nicht nur durch Gewitter, sondern durch so ein kleines Gebiet, wo es immer an Ort und Stelle geregnet hat. Und das kann durchaus hier einmal vor allen Dingen in der Schweiz passieren und lokal auch im Nordosten. Also viele Regenfälle sind hier unterwegs, in der Nacht auch noch. Und dann passiert etwas. In der zweiten Nachthälfte verlagern sich die Schauer und Gewitter nach Nordosten und ein neues Starkregengebiet zieht aus der Schweiz dann nordostwärts. Das wird sich tagsüber an die Alpen legen. Da bekommen wir im Alpenvorland ergiebigen Regen und in den Nordalpen. Die Schneefallgrenze sinkt dann auch in Österreich und in Deutschland auf zum Teil unter 3000 Meter Höhe, zumindest knapp, aber der Schnee bleibt da nicht liegen. Oberhalb von 3,5 bleibt da liegen, für die Gletscher der Hinweis. Und im Nordosten gibt es Schauer und Gewitter. Die sind ein bisschen weiter nach Osten verlagert als noch in den vergangenen Tagen von den Berechnungen her. Das wird also ein nasses und ungemütliches Gebiet im äußersten Nordwesten, von den Niederlanden bis nach Belgien, vor allen Dingen Richtung Nordsee. Da gibt es auch ein paar Schauer und dazwischen ein Streifen mit viel Sonnenschein. Der Wind wieder schwach bis mäßig unterwegs. Im Süden an den Alpen wird er vorübergehend mal sehr böig und unangenehm auffrischen. Bei Temperaturen hier von 16 bis 23 Grad im Osten Österreichs. Zack, die Grenze zwischen dem Regengebiet und dem Sonnenschein mit der Heißluft sind es bis zu 37 Grad. Ansonsten 24 bis 30 Grad. Am Samstag hält sich dieses Regengebiet wohl noch von den Nordalpen über den Bayerischen Wald bis ins Riesengebirge. Angrenzend Schauer und Gewitter. Im äußersten Nordwesten scheint die Sonne. Der Wind ändert sich wenig. Im Osten Österreichs ist er ruppig unterwegs. Hier ist es übrigens immer noch schön bei Temperaturen, gehe ich mal zurück, von 29 Grad. Am Niederrhein und in Teilen der Niederlande wird es auch bis zu 29 Grad geben, auf der Nordsee 20 Grad, im Regen weiterhin um die 19 Grad, sonst 22 bis 28 Grad. Am Sonntag immer noch Schauer und Gewitter in der Südosthälfte, nicht überall, aber doch relativ verbreitet. Dann kommt ein Streifen, da wird es ein bisschen netter und im äußersten Nordwesten sind dann einzelne Schauer unterwegs. Das ist eine neue Front, die reinzieht, aber im Laufe des Tages wird die sich mehr und mehr auflösen. Der Wind wird ein bisschen konvergent, bedeutet auf der einen Seite kommt er aus nordöstlichen Richtungen, auf der anderen Seite aus West bis Nordwest. Da, wo die Winde aufeinanderprallen, gibt es eben ein paar Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen, Bayerischer Wald, Mühl- und Waldviertel 17 Grad, Nordsee 20, sonst 22 bis 30 Grad. Schauen wir noch ganz kurz auf die neue Woche. Stand derzeit wird es am Montag im Südosten noch Regen und Schauer geben. Wo ist der Unterschied zwischen Regen und Schauer? Regen ist was Gleichmäßiges über Stunden, Schauer kurz und heftig. Rund um die Schweiz wird es freundlicher. Je nach Regen und Sonnenschein sind es 17 bis 30 Grad. Ein bisschen heißer wird es dann am Dienstag wieder werden. In den Ostalpen letzte Schauer und da sind die Temperaturen gedämpft. Ansonsten bis zu 32 Grad, vor allen Dingen am Mittelrhein. Und am Mittwoch ändert sich daran wahrscheinlich wenig. Im Südosten hören auch die Schauer auf. Es wird freundlicher und damit geht es hochsommerlich weiter im Spätsommer. Zu guter Vorletzt noch ein Ensemble, ähnlich wie gestern Morgen.
Für die Mitte Deutschlands, ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bonn finden. Die Niederschläge immer noch so ein bisschen Glückssache, was die kommenden Tage angeht und neuerdings auch wieder Ende August zunehmende Niederschläge. Und wenn wir mal genau hinschauen, gibt es da zwei Clusterlösungen. Bedeutet, die Modelle favorisieren jetzt nicht eine Lösung, also so, sondern zwei Lösungen. Bisher war es so, dass es heiß bleiben sollte und jetzt gibt es die heiße oder sehr warme Variante und einen Absturz der Modelle, wo unter anderem auch der Hauptlauf dabei ist, wieder mit Niederschlägen. Also keine Angst vor einer 100% sicheren neuen Hitzelage. Und das europäische ECMWF-Modell macht das Ganze ähnlich, auch die zwei Cluster, einmal oben, einmal unten, unten mit Niederschlägen. Und ganz kurz noch, wie sähe das Ganze denn aus? Anfang September, damit wären wir im meteorologischen Herbst. Das ist die gemittelte Wetterlage. Das, was wir hier sehen, das ist das Hoch, das vom Atlantik bis nach Nordwesteuropa reicht und dann auch über Mitteleuropa nach Osten geht. Hier oben ist die Kaltluft und wir lägen am Rande. Da wird wieder dieses Tief auf der Iberischen Halbinsel berechnet und wir liegen genau dazwischen. Das heißt, im Norden ist es tendenziell kühler als im Süden. Das ist das Mittel. Und was die warmen Sachen angeht, wäre das Ganze ein Stückchen weiter oben. Was die kühleren Sachen angeht, ein Stückchen weiter unten. Und jetzt haben wir noch den Hauptlauf, den hier, der ziemlich weit nach unten geht. Und der sähe so aus. Nehmen wir jetzt nur diese Karte hoch draußen auf dem Atlantik und ein großer Trog mit kalter Luft kommt bis Mitteleuropa voran, würde aber im Norden stehen bleiben und wir wären im Süden Deutschlands und im Alpenraum südlich der Hochachse. Und das heißt, es ist nicht so sicher, dass danach die Hitze nicht nur nicht kommt, sondern auch wieder geht. Also jetzt habe ich mich verredet. Also es ist auch schon spät. 5 Uhr gleich. Nochmal. Also es ist nicht sicher, dass die Hitze kommt und bleibt, sondern wenn sie kommt, wird sie wahrscheinlich nicht so lange bleiben. Habt keine Angst davor, dass es mit der Dauertrockenheit, Dauerdürre und Dauerhitze so wie in den letzten Monaten weitergeht. Wir gehen in den September und da gibt es auch ein paar herbstliche Überraschungen und die Temperaturen gehen auch nach unten.